Berg und natürlich Papa. Guten Morgen, grüß euch. Ja, Bergwechsler ist wieder einmal unterwegs mit euch. Und ja, wir schauen mal aus heute. Ich habe wieder mal 3 Stunden Autofahrt hinter mir nach der Schicht. Das kennen Sie ja mittlerweile schon ein wenig. Und bin da hergefahren am Bürnboss. Bin da Grenzoberösterreich, Steiermark, nahe dem Toten Gebirge. Genauer gesagt in den Haller Mauern. Und es ist ja ein Teil des Toten Gebirges. Und ja, was haben wir heute vorgenommen mit euch? Wir werden heute auf den weniger bekannteren Scheiblingsstor steigen. Der ist 2197 Meter hoch. Und ja, die Mähren steigen ja auf den großen Bürngast. Das wird den meisten ein Begriff sein. Den lassen wir aber heute links lernen. Ja. Und was werden wir zum Schaffen haben? Habt ihr eh schon gesehen, die Busruck hinten da, am Anfang vom Video, die liegt auf ca. 1030 Meter hoch und könnt ihr euch zusammenrechnen, knapp 1200 Höhenmeter haben wir zum Schaffen. Und ja, ich werde somit auch gar nicht viel Zeit verlieren. Ich bin eh schon flott unterwegs und ich habe gesagt, auf geht's und los geht's. Juhu! Da geht's jetzt weiter. Ja, vom Wetter her, es wird ja heute recht schön werden. Und die Sonne lacht eh ganz schön runter. Was macht man, wenn die Sonne runter lacht? Und gerade hier als Nachtschichtler ein bisschen lichtempfindlich ist, ja, man setzt ja Sonnenbrille auf. Und was glaubt's, was für eine Farbe hat die Sonnenbrille heute? Gelb, natürlich. Ja, und man sollte den Weg immer recht gut studieren und eine gute Tourenplanung machen. Da steht zum ersten Mal angeschrieben Scheiblingstein. Okay. Und ja, da geht's weiter. Ja, wie gesagt, man sollte, wenn man auf den Scheiblingstein will, eine gute Tourenplanung machen. Der steht nicht von Anfang an angeschrieben. Okay. Und ich war da schon mal in 2014er Jahr und kann mich recht gut erinnern dran, was ich dem folge, mein Urinstinkt. Und ja, wie ihr es gesehen habt, kann ich mich auf den verlassen. Ich bin richtig. Der, also, was ein bisschen weniger bergerfahren ist, der sollte sich nicht auf seinen Urinstinkt verlassen. Der wird er mal nicht haben, wahrscheinlich, was den Berg betrifft. Und ja, wie gesagt, lieber ein wenig mehr Tourenplanung machen. Und dann wird den Gipfelklicker nichts im Wege stehen. Ja, es geht da jetzt durch diesen wunderschönen Wald wieder ein wenig bergab. Und ja, traumhaft, die Vögel singen. Herrlich. Ja, und ich habe da was entdeckt. Und da konnte man fast glauben, dass ich da war. Ich war zwar schon da, aber das, was da hinten draufsteht, könnt ihr es lesen? Das war ich nicht. Aber es ist fast ähnlich, wie ich immer mache. Juhu! Genial!
So, da müssen wir den letzten umqueren und dann geht es da rauf. Hoffentlich reißt es auf ein wenig. Cool. Ich bin ja gespannt, ob wir abbrechen müssen oder ob wir es bis auf schaffen. Mit dem Nebel ist es nicht so ungefährlich und jetzt zieht sich ganz schön weit runter. Wird nicht lange dauern, wenn wir drin sein. Ich bin übrigens schon in der Querung drinnen, wo ich vorhin gesagt habe, ja, die Wolken sind, puh, da der Nebel zieht sich schon ganz schön einer, ja, ich bin gespannt. Ja, man kommt echt fast kaum, das ist der Maiweg, weil da steht es wieder. Juhu! Da kann man jetzt anschauen am großen Bürgerhaus. Ja, der ist mal frei und mal nicht frei. Der Nebel. Ja, von der Stimmung her ist es ja echt genial, ne? Aber wir wollen ein wenig was sehen auch drum. Ja, und wie ich da damals in 2014 in Roman war, da gibt es eine Szene, über die muss ich heute noch lachen, irgendwie. Und ja, die blende ich jetzt einmal ein, ganz kurz. Das heißt deswegen lange Gasse, weil sie sich wie eine lange Gassen aufzieht. Da hat schon so manche einer umgedreht, man da gesagt, ich mag nicht mehr. Das wird uns aber nicht passieren. Wir steigen auf. Ja,
Und in dieser sogenannten langen Gasse bin ich jetzt noch wieder, gell? Und ja, schaut mal her. Da geht diese sogenannte lange Gasse runter. Und ja, wenn wir da mal da drum sind, auf der Schneid, haben wir schon Bock da. Also, jetzt bin ich knapp 1,5 Stunden unterwegs. Recht gut in der Zeit, weil gefilmt habe ich auch relativ viel. Und ja, wenn ich da jetzt noch eine Stunde aufgebraucht mit Filmen, 1,5, dann passt's gut. Also weiter geht's. Könnt ihr euch erinnern an das Video vom Gössig? Ja, und jetzt schaut mal da hinter mir. Echter uriger Hang. Vielleicht ergibt sich da wieder mal ein ja, Riesendorlauf oder Super-G-Abfahrt. Ne? Lassen wir uns überraschen, schauen wir mal. So, ich bin übrigens immer noch in der langen Gasse, in der sogenannten. Und das Gipfelkreuz, das kann ich echt schon ausmachen von da unten. Was werden es sein? 200 Höhenmeter. Ja, knappe halbe Stunde. Perfekt. Ja, die lange Gasse. Vor die zahlt sie da auf.
jetzt hat sich da schon über eine Stunde diese lange Gasse entlang. Die zahlt sich echt gewaltig. Aber jetzt haben wir es echt geschafft, gell? Jetzt sind wir gerade rum auf der Schneid und da werden wir auch hoffentlich schöne Ausblicke kriegen. Und dann ist es jetzt auch gar nicht mehr so weit rauf bis zum Gipfel. Scheiblingstein, 15 Minuten. Ich habe mich mittlerweile schon umgezogen, beziehungsweise was Warmes drüber gezogen, weil es doch recht frisch ist. Und somit wünsche ich eigentlich auch ein kräftiges Bergheil am Scheiblingstor auf 2197 Meter. Bravo! Thank you.
So, liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen, gell? Und mit diesem wunderschönen Ausblick hinterher am großen Bürgenhaus möchte ich mich auch jetzt verabschieden von der Tour. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr mitgekatscht seid und dass ihr draufbleiben seid, gell? Und Kanalabo nicht vergessen, Klingel aktivieren, dann versammt ihr keins von meinen Videos mehr. Das hat mich gefreut. Daumen nach oben natürlich. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, wenn der Bergfechsler unterwegs ist. Also, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, gesund bleiben. Vielen Dank.